Guten Abend und herzlich willkommen zu «Gredig direkt». Heute mit einer Premiere. Zum ersten Mal haben wir ein Gespräch ganz auf Englisch, mit deutscher Übersetzung natürlich. Aber wenn Sie das Gespräch gerne im Originalton auf Englisch hören, können Sie das selbstverständlich machen über den Zweikanalton. Mein heutiger Gast ist ein langjähriger Formel-1-Fahrer aus Genf, der uns letztes Jahr den Atem geraubt hat mit einem der spektakulärsten Unfälle, wo sie die letzten Jahrzehnte gegeben hat im Motorsport. Schön ist er da, und zwar gesund. Welcome, Romain Grosjean. Thank you. Klären wir gleich die Nationalitätenfrage. Sie sind in Genf geboren und aufgewachsen, haben einen Schweizer Vater, eine französische Mutter, eine doppelte Staatsbürgerschaft und fahren für Frankreich. Aber Sie sagen, als Mensch seien Sie eher Schweizer als Franzose. Das sagt zumindest meine Frau. Und sie ist Französin, richtig? Ja, was mein Denken und Handeln angeht, bin ich wohl eher Schweizer. Zum Beispiel bin ich gerne pünktlich, auch wenn das wie ein Klischee tönt. Ich bin, wie Sie sagen, in der Schweiz geboren und aufgewachsen, aber ich hatte bessere Karrierechancen als französischer Fahrer und habe deshalb eine französische Fahrlizenz beantragt. Aber ich bin sehr schweizerisch. Andererseits galten Sie in diesem Land nicht bei allen als Schweizer und waren deshalb nicht so bekannt wie andere berühmte Schweizer Sportler. Hat es Sie manchmal geschmerzt, gerade in der Deutschschweiz nicht jene Anerkennung bekommen zu haben, die Sie vielleicht verdient hätten? Ach, ich weiß nicht. Ich übe meinen Sport nicht wegen der Anerkennung aus, sondern weil ich gerne tue, was ich tue. Aber natürlich kommt die Frage immer wieder. Wenn ich ein Rennen gewinne, wird die französische Nationalhymne gespielt. Aber eigentlich sehe ich mich, wenn überhaupt, eher als Europäer. Aber ich bin sehr stolz, in der Schweiz geboren zu sein und bin nicht zuletzt aus Frankreich und England hierher zurückgekehrt, um meine Kinder großzuziehen, weil ich mich hier am wohlsten fühle. Lassen wir die Nationalitätenfrage und kommen wir zu etwas, womit Sie weltweit Schlagzeilen gemacht haben, nämlich Ihrem schrecklichen Unfall im November letzten Jahres beim Grand Prix von Bahrain. Die wichtigste Frage zuerst: Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut. Der Körper erholt sich sehr gut, wenn man bedenkt, was er durchgemacht hat. An 3% meiner Haut gab es kleinere und größere Verbrennungen. Betroffen war vor allem die linke Hand. Zuerst sah es danach aus, dass man vielleicht Haut von einem anderen Körperteil transplantieren muss. Aber dazu kam es zum Glück nicht. Das Leben ist in meine eigene Haut zurückgekehrt. Ich habe noch viel Aufbauarbeit vor mir. Und wenn ich morgens aufwache, ist es jeweils nicht einfach, meine Hände und Finger zu bewegen. Und sicher auch schmerzhaft. Ja, aber ich habe die Schmerzmittel abgesetzt. Für mich ein wichtiger psychologischer Schritt. Also ja, ich brauche keine Medizin mehr. Ich bewege meine Finger sicher 3000 Mal am Tag, um Gefühl und Beweglichkeit zurückzugewinnen. Denn etwas ist klar für mich. Ich habe mit dem Motorsport noch lange nicht abgeschlossen. Aber es ist fast unglaublich, einen derartigen Unfall zu überleben und das annähernd unverletzt. Lassen Sie uns die Bilder von Bahrain noch einmal anschauen. Accident in Bahrain im November. Let's have a look. Es passierte gleich zu Beginn. Ihr Auto ist in eine Leitplanke gekracht, wurde dabei zerrissen und fing sofort Feuer. Sie steckten im Cockpit fest und zwar ganze 28 Sekunden lang. Es grenzt fast an ein Wunder, dass Sie unversehrt davongekommen sind. Erzählen Sie uns, wie haben Sie den Unfall erlebt? Es war ein massiver Aufprall. Meine Beschleunigungssensoren haben 59 G im rechten Ohr und 57 G im linken registriert.
Diese Aufprallkraft ist extrem. Ich weiß bis heute nicht, warum ich nicht das Bewusstsein verloren habe. Das hat mir das Leben gerettet, sonst wäre ich wahrscheinlich verbrannt. Nach dem Aufprall habe ich den Sicherheitsgurt gelöst und wollte aus dem Auto springen. Doch da wurde mir bewusst, dass ich feststeckte. Ich hatte keine Ahnung, wo oben und unten ist. Es war dunkel. Ich war durch die Leitplanke gebrochen, was ich da noch nicht wusste. Also dachte ich, ich warte einfach, bis jemand zu Hilfe kommt. Und da sah ich plötzlich all das Orange und Gelb um mich herum. Und ich dachte, okay, ich brenne. Ich habe keine Zeit zu warten. Und ich versuchte erneut, herauszuspringen. Konnten Sie die Hitze spüren? Kurioserweise war es nicht heiß. Das hat mein Gehirn irgendwie verdrängt. Das Gehirn ist in solchen Situationen sehr stark. Ich konzentrierte mich nur darauf, rauszukommen. Aber so sehr ich es auch versuchte, nach links und nach rechts, ich steckte fest. Und da dachte ich, ich darf nicht wie Niki Lauda enden. Der ja auch im Feuer gefangen war. 1976, genau. Ich versuchte es noch ein letztes Mal, aber erfolglos. Und dann kam der Moment, als ich ruhig wurde und mir sagte, so, das war's. Sie dachten, Sie würden sterben? Ja, ich war bereit dafür. Der Körper entspannte sich. Ich war in Frieden mit mir selbst und wirklich bereit zu sterben. Ich fragte mich sogar, wo ich zuerst brennen würde. An meinen Händen oder den Beinen. Wie wird es ablaufen? Und dann dachte ich an meine drei Kinder und sagte mir, nein, sie sollen nicht ohne ihren Vater leben. Ich versuchte, meinen Kopf nach links wegzudrehen und meinen Körper durch die Rotation frei zu bekommen. Doch mein Fuß war noch eingeklemmt. Ich musste also noch einmal zurück und schaffte es schließlich, den Fuß aus den Pedalen zu befreien. So konnte ich schließlich rausspringen. Ich wusste, dass meine Hände brannten. Ich konnte den Schmerz fühlen, aber das war alles unwichtig. Und die Hände haben Sie verbrannt, als Sie über die Leitplanken kletterten? Nein, dabei fühlte ich eigentlich nichts. Es war mehr, als ich aus dem Auto stieg. Meine roten Handschuhe waren plötzlich schwarz. Und da weißt du, dass sie brennen. Aber wie gesagt, es spielt in diesem Moment gar keine große Rolle. Dieses Bild, wie sie aus den Flammen steigen, das hat ja schon fast etwas Ikonenhaftes. Und ich habe gelesen, einer ihrer Söhne denkt seitdem, sie seien so eine Art Superheld, richtig? Ja, stimmt. Für meine drei Kinder war es besonders schlimm. Wissen Sie, wir verbieten ihnen nie, sich die Rennen anzuschauen. Sie können, wenn sie wollen. Bei diesem Rennen saßen sie tatsächlich vor dem Fernseher mit meiner Frau und meinem Vater. Normalerweise schauen sie die Rennen nicht gemeinsam, aber die Kinder waren bei den Großeltern gewesen und kamen gerade nach Hause, als das Rennen begann. Zum Glück war auch die Frau meines Vaters da, welche die Kinder gleich aus dem Zimmer brachte. Das ist im Nachhinein das Schwierigste für mich, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Wie meine Frau vor dem Fernseher saß und dachte, wie sage ich es ihnen bloß, wenn ihr Papa jetzt stirbt? Was sie in diesem Moment durchmachte, ist für mich viel härter als das, was ich erlebte. Ich kann problemlos über den Unfall sprechen. Ich habe keine Albträume. Gut, er wird immer Teil meines Lebens sein und es werden Narben an meinen Händen zurückbleiben. Aber damit hat es sich. Ihre Frau hat sich in einem Tweet nach dem Unfall bei ihren Kindern dafür bedankt, dass sie ihnen die Kraft gegeben hätten zu überleben. Aber noch einmal zurück zu diesem entspannten Gefühl, welches sie angesichts des Todes plötzlich erlebten. Glauben Sie, sie haben vielleicht gerade deshalb überlebt, weil sie bereit waren, loszulassen? Maybe just at the moment where you were able to let go, you were able to survive as well. Yes. Ja, ich denke, das hat was. Wissen Sie, man rast mit 200 Kilometern pro Stunde in eine Mauer mit einer Einschlagwucht von fast 60 G und steckt in einem brennenden Wagen fest. Da spielt das Gehirn verrückt und versucht, Lösungen zu finden. Und ich bin überzeugt, in dem Moment, in welchem ich mich entspannt habe, hat mein Gehirn sozusagen einen Reset-Knopf gedrückt und mir gesagt, atme erst einmal durch, du bist zu gestresst, um die richtige Entscheidung zu treffen.
Wie ich vorher erwähnt habe, das Gehirn funktioniert ganz eigenartig. Ich war, wie gesagt, überzeugt, dass es kein Feuer im Cockpit gab. Ich habe noch unveröffentlichte Bilder der Onboard-Kamera gesehen. Darauf sieht man deutlich, dass es von Anfang an lichterloh brannte. Mein Gehirn hat sich offenbar entschieden, dass diese Information in diesem Moment nicht wichtig war, um zu überleben, und blendete sie aus. Das Gleiche mit dem Geräusch des Feuers. Das kam erst 2 Wochen danach in mein Bewusstsein zurück. Und dabei ist es ein sehr lautes Geräusch, fast wie wenn du mit offenen Fenstern auf der Autobahn fährst. Und erst vor kurzem kam auch der Geruch von brennendem Carbon zurück. Das sind wie böse Erinnerungen. Genau, denn damals war all das nicht wichtig. Was spielt es für eine Rolle, wie das Carbon riecht? Das Gehirn hatte genug mit anderen Sachen zu tun und so kamen diese Sinneseindrücke erst kürzlich zurück. Ich möchte noch einmal Ihre Frau Marion zitieren, die in einem Interview gesagt hat, man verdränge den Tod in der Formel 1. Wir alle wissen, dass es ein gefährlicher Sport ist. Der ehemalige Fahrer Jackie Stewart hat einmal darauf hingewiesen, dass 2 von 3 Kollegen, welche länger als 5 Jahre im Zirkus mit dabei waren, gestorben seien. Aber in den letzten 20, 30 Jahren hat der Sport große Fortschritte gemacht. Zwischen Ayrton Senna 1994 und Jules Bianchi 2015 gab es keine Toten mehr in einem Rennen. Denken Sie, sie alle wähnten sich fast etwas zu stark in Sicherheit und denken, dass etwas Schlimmes fast nicht mehr passieren kann? Naja, wie Sie sagen, wir haben Jules Bianchi verloren und in der Formel 2 auch Antoine Hubert 2019. Also kommt das schon immer wieder ins Bewusstsein. Aber es stimmt, die Fahrer in meiner Generation hätten sich nie vorstellen können, dass, wie in meinem Fall, so ein großes Feuer im Rennboliden ausbrechen könnte. Und da sehe ich auch den enormen Nutzen des Unfalls. Wir können so viel daraus lernen, zum Beispiel, wie wir künftig die Handschuhe noch besser machen können. Schließlich braucht man die Hände eigentlich immer, um aus dem Auto zu kommen. Sonst passierte mir ja wenig. Ich hatte noch ein verletztes Knie, aber angesichts der Schwere des Unfalls ist das nichts. Oder wie man verhindert, dass Fahrzeuge die Abschrankungen durchbrechen. Denn wenn die Leitplanke bei mir intakt geblieben wäre, hätte es wohl einen stärkeren Aufprall gegeben. Doch das Feuer wäre wahrscheinlich ausgeblieben. Wie können wir also sicherstellen, dass dies in Zukunft nicht mehr passiert und so weiter? Ich bin sehr stolz, kann ich mit meiner Erfahrung zur Sicherheitsforschung in der Formel 1 beitragen. Als Überlebender? Ja, genau. Sprechen wir doch darüber, was Sie der Unfall persönlich gelehrt hat. Sie haben Ihre Familie erwähnt und deren Ängste. Und da frage ich mich als Vater, warum tut man das seinen Lieben an? Es gibt ein interessantes Zitat von Niki Lauda dazu, als man ihn einmal die Frage stellte, ob er nicht an seine Familie denke, an einem Rennwochenende. Does he think about his family during a race weekend? And that's what he said. If I do a mistake, I kill myself. And I cannot be disturbed by anything of my 100% concentration, more or less to stay alive over the race weekend. That means you have to block everything out and then do the job. Do you agree? Einverstanden? Können Sie sich nur auf den Sport konzentrieren und es sich nicht erlauben, zu viel an die Familie zu denken? Yes. Naja, ich fahre schon in einer anderen Zeit. Ich kann Nikis Argument vollkommen nachvollziehen, aber ich würde mich schon als etwas sanfter in dieser Beziehung bezeichnen. Da fällt mir etwas ein. Kurz bevor ich zu den letzten 3 Rennen der Saison reiste, habe ich mit meiner Frau alle Versicherungsunterlagen angeschaut. Einige Dinge hatte ich angepasst und musste ihr das mitteilen. Und 1,5 Wochen später bin ich fast gestorben. Aber es stimmt schon, am Rennwochenende muss man sich auf den Job konzentrieren. Es passieren so viele Dinge. Sie fahren mit 300 Kilometern pro Stunde ganz nah neben und hintereinander. Die Gefahr ist also immer da. Aber die Familie ist eine meiner größten Stärken. Wenn es nicht rund läuft bei mir, denke ich an sie und es zeigt mir, was wirklich wichtig ist.
Ja, aber ist es nicht gerade deshalb egoistisch, sein Leben fast wöchentlich zu riskieren? Wahrscheinlich schon. Aber ich denke, Sport ist im Allgemeinen egoistisch. Du musst bereit sein, alles zu geben und zu leisten, was man von dir erwartet. Wenn Sie nur an den Schweizer Skifahrer denken, der kürzlich verunfallt ist. Urs Krienbühl. Ja, Sie sprechen von Urs Krienbühl, der in Kitzbühel schwer stürzte. Ich habe das Rennen am Fernseher mitverfolgt und ich fühlte mich wirklich schlecht. Ich hatte echt Sorge um Urs und wartete darauf, dass er sich bewegt und bei Bewusstsein ist. Doesn't really matter, you know. Is he still here? And I mean, it's the sport. Wir lieben unseren Sport. Aber meine Kinder sind noch sehr jung und manchmal ist es schwierig, ihnen genau das zu erklären. Ich wäre nicht der Vater, der ich bin, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte. Wenn ich gezwungen wäre, mit dem Autorennsport aufzuhören, wäre ich vielleicht wütend auf die Situation und nicht mehr der gleiche. Aber natürlich sagen sie mir schon, ich soll doch Tennisspieler, Künstler oder Ingenieur werden. Sie haben mir jeden Alternativjob vorgeschlagen. Irgendetwas, das nicht so gefährlich ist. Genau. Und ich sage dann, hört mal, ich wäre gerne Tennisprofi, aber ich bin 35 und nicht gut genug. Aber eines Tages werden sie begreifen, dass ich eben genau der Vater bin, der ich bin, weil ich meine Leidenschaft leben kann. Ich finde es interessant, wenn Sie sagen, Sie leiden fast mehr, wenn Sie einen anderen in einer gefährlichen Situation erleben. Zu diesem Thema möchte ich Ihnen gerne die Reaktion von Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf Ihren Unfall damals in Bahrain zeigen. Fuck. This was a big one, this was a big one. Is he okay? I will come back to you. Fuck! I've seen it in the mirrors. Who is it? Ich weiß gar nicht, ob Sie das schon einmal gesehen haben. Diese große Sorge um einen Kollegen, ist das auch, weil man dann jeweils vor Augen geführt bekommt, dass es jeden treffen kann? It can happen to anyone. Natürlich. Sie haben die Wiederholung meines Unfalls immer wieder gezeigt, während das Rennen unterbrochen war. Und das war schwer für die Jungs. Einige fanden auch, es war zu viel, was ich verstehen kann. Jedem, der mich in den Tagen darauf im Krankenhaus besuchte, sagte ich das Gleiche. Es ist nun mal unser Job. Und jedes Mal, wenn wir unseren Helm aufsetzen und das Visier schließen, müssen wir die Gefahr vergessen. Nein, nicht vergessen, aber ausklammern. Und wir gehen nicht in einen Krieg, aber in einen Kampf. Es ist ja tatsächlich ein harter Konkurrenzkampf. Und die meisten von uns kennen das, seit wir Go-Kart fahren. Wissen Sie, wir sprechen viel über die Gefahr in der Formel 1. Aber schon bei Go-Kart-Rennen gibt es schreckliche Unfälle und sogar Todesfälle. Motorsport ist gefährlich. Wir akzeptieren es. Dieser Umstand ist Teil unseres Lebens. Wir sind ja nicht verrückt. Genauso wenig wie jene, die in Kitzbühel an den Start gehen. Aber ja, das Adrenalin, die Herausforderung, die Konkurrenz gehört schon auch dazu. Und es gehören auch große Persönlichkeiten dazu. Nehmen wir den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton zum Beispiel. Er spricht sehr offen über Dinge, welche ihn stören, gerade wenn es um politische oder gesellschaftliche Themen wie Rassismus geht etwa. Wenn Sie sich im Fahrerlager der Formel 1 umschauen, braucht es vermehrt solche Typen, die eben auch über diese Dinge sprechen? If things aren't going their way and for example if there's a political issue that they want to speak about. Ich glaube schon. Natürlich ist es schwierig, weil du am Ende ein Angestellter bist und du vielleicht etwas vorsichtig sein musst, wenn es um gewisse Themen geht. Lewis ist siebenmaliger Weltmeister. Er hat sehr viel Geld verdient. Er kann sich sicher mehr rausnehmen. Wenn Piloten wie er nicht fahren wollen, streiken sie einfach. Wenn das ein Neuling in der Formel 1 versucht, heißt es nur, tu das, aber dann kannst du das nächste Rennen vergessen. Der Nächste wartet schon. Genau, es wartet immer der Nächste.
und es gibt nur 20 Cockpitplätze. Du willst immer den besten Platz und es gibt nun mal nur 2 bis 4 Cockpitplätze, in welchen du Weltmeister werden kannst. Du versuchst also immer jemanden zu ersetzen. Deshalb ist es auch schwierig, mit anderen Fahrern befreundet zu sein. Denn ist dieser jemand ein Freund, ist es umso schwieriger. Ist es für einen Lewis Hamilton denn riskant, wenn er zum Beispiel vor dem Rennen auf die Knie geht, um auf die Black Lives Matter-Bewegung aufmerksam zu machen? Einige Fahrer, darunter auch Sie, haben es ihm gleich getan, andere nicht. Also besteht ein Risiko, manchmal zu unverblümt zu seiner Meinung zu stehen? Is there a risk of saying too much or being too outspoken? Well, there's always a risk everywhere, isn't it? Nun, dieses Risiko besteht immer. Lewis nimmt dieses Thema sehr ernst und wir alle hatten großes Verständnis dafür. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und ich wollte ihn unterstützen, weil es wichtig ist. Es ging ja allgemein um Rassismus, nicht nur um Black Lives Matter. Ich war glücklicherweise nie davon betroffen, aber ich kann nicht verstehen, wie jemand rassistisch sein kann. Und deshalb war es klar für mich, dass wir im Fahrerlager voll und ganz hinter dem Protest stehen. Und das war Lewis sehr wichtig. Es gab ja überall im Sport Unterstützung für das Anliegen. Auch Mercedes hat sich dafür eingesetzt. Das war also sicher kein Risiko, aber wie gesagt, für Topfahrer ist es immer etwas einfacher als für Youngsters. Could be a little bit more tricky for youngster, whilst top guys they can speak about it. Und Hamilton sagt oft seine Meinung. Zu oft? I don't know. I mean, it's his personality. Das ist halt seine Persönlichkeit und die Art, wie er es machen will. Wissen Sie, Lewis lebt in seiner eigenen Welt. Kürzlich hat er ganz viele Fotos von ihm beim Langlaufen gepostet und dazu geschrieben, das sei das beste Training der Welt. Warum kannte ich das vorher nicht? Da habe ich ihm gesagt, er hätte halt meine Social-Media-Kanäle verfolgen sollen. Ich mache das nämlich jeden Winter seit 10 Jahren und habe sogar schon an Langlaufwettkämpfen teilgenommen. Da könnten Sie mir also noch etwas beibringen. Lassen Sie uns zurück ins Cockpit gehen, und zwar buchstäblich. Wir haben eine Aufnahme aus Ihrer Onboard-Kamera. Eine Aussicht, wie Sie, Sie haben es erwähnt, nur um die 20 Fahrer weltweit kennen. Für all jene von uns, die es nicht kennen, sagen Sie uns, was für ein Gefühl ist das? What kind of feeling do you have in cockpit? It's really good. I mean, it's, you know, it's one of the best. Ein tolles, eines der besten Gefühle überhaupt. Du bist glücklich, ganz im Moment. Denkst an nichts anderes als an dich und das Auto. Du tust das, was du am liebsten machst. Vielleicht vergleichbar mit einem Künstler, der ganz in seiner Kunst aufgeht. That's what you love doing. Obviously, for me, it's driving a car, and sadly it's very difficult to explain to people because. Gleichzeitig ist es schwierig zu erklären, denn die Emotionen in diesem Moment sind sehr komplex. Yes, I mean it's happiness, it's being in the right moment. Aber wenn du eine gute Qualifying-Runde fährst, dann wird dein Wagen mit seinen 700 Kilo Carbon und 1000 PS fast so etwas wie eine Erweiterung deines Körpers. Dann macht das Auto, was du willst. Das passiert nicht immer. Aber wenn es passiert, ist es etwas Großartiges. Nun, leider läuft es manchmal nicht so, wie Sie es geplant haben. Sie waren immer wieder in Unfälle verwickelt. Lassen Sie uns einige brenzlige Situationen zusammen anschauen. Als wir uns diese Bilder in der Redaktion angeschaut haben, blieb vielen von uns der Atem weg. Und natürlich stellt sich ob solcher unglaublich spektakulärer Unfälle halt doch die Frage, muss man nicht etwas verrückt sein, um einen solchen Sport auszuüben? Nein, das glaube ich nicht. Natürlich kann man argumentieren, dass jeder Spitzensportler etwas verrückt sein muss. Wir haben über die Skifahrer gesprochen, aber auch die Segler, die an der Non-Stop-Regatta Vendée Globe teilnehmen. Sie
Oder was ist mit den Motorradfahrern, die mit 345 Kilometern pro Stunde unterwegs sind? Auf zwei Rädern? Sind wir alle verrückt oder können wir einfach das Risiko besser einschätzen? Ich glaube, Verrücktheit ist nicht das richtige Wort. Wir machen uns ja nichts vor. Und was bedeutet das für die Zeit nach der Karriere? Niki Lauda sagte einmal, er sei damals vom Druck befreit worden, immer der Beste und der Schnellste sein zu müssen. Denken Sie, mit 40 oder 50 können Sie auch auf diese Gefühle verzichten und andere Leidenschaften finden? Ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, aber ich denke, es ist genau wie Niki gesagt hat. Im Moment des Aufhörens wird auch der Druck vorbei sein, immer der Beste sein zu wollen. Sehen Sie, ich habe vor mehr als 20 Jahren begonnen, Rennen zu fahren, und ich wollte immer der Beste sein. Das zu erreichen, fordert enorm auf einer psychologischen Ebene. Wenn ich also einmal aufhöre, werde ich nicht erleichtert sein, nicht mehr herumreisen oder schwer trainieren zu müssen, sondern vor allem wegen des Gefühls, nicht mehr der Beste sein zu müssen. Wenn wir schon bei Lauda sind, er hat auch gesagt, er habe nie Freunde während seiner Formel-1-Zeit gehabt und sie sich später suchen müssen. Das ist sicher wahr. Wenn du aufhörst, kannst du plötzlich zum Freund eines anderen Fahrers werden. Dann ist es eine andere Beziehung. Man hat dieselbe Leidenschaft geteilt, dieselben Reisen, dieselben Momente. Natürlich verbindet das und man kann zu Freunden werden. Aber wie gesagt, solange sie gegen jemanden antreten und seinen Platz wollen, ist es schwierig. Ich verstehe mich zum Beispiel sehr gut mit Sebastian Vettel. Ich habe großen Respekt vor ihm und ich bin sicher, wir werden Freunde sein. Aber als er bei Ferrari fuhr, was wollte ich? Genau sein Cockpit. Man hat also Respekt füreinander. Aber Freundschaft entwickelt sich wohl erst nach der Karriere. So I say it's a huge respect when you're into it, and whenever it's over, I think you can become really good friends. We see from that, or we hear from that, that you're a man who thinks about. Wir merken schon, Sie sind ein Mann, der viel über die Dinge nachdenkt. Vielleicht hat das ja auch mit Ihrer Herkunft zu tun. Ihre Mutter ist zum Beispiel eine Künstlerin, und Sie galten schon früh als einer, der sich nicht nur für seinen Sport interessiert. War dieses intellektuellen Image für Sie vielleicht fast etwas ein Nachteil im Formel-1-Zirkus? Sie haben auch immer wieder über sich selber gesagt, Sie wollten nie so etwas wie eine Muschel sein, die keine Wellen schlägt, sondern sich selbst sein. I'm not an oyster who's just there. I want to be myself. Yeah, true. Probably. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich würde nicht ändern wollen, wer ich bin und was ich getan habe. Aber es hat mein Leben sicher nicht einfacher gemacht, dass ich nie einfach nur Rennen gefahren bin, ohne darüber nachzudenken. Ich habe mich immer gefragt, wie werde ich besser? Ich war nie zufrieden, auch nicht, wenn ich Vierter oder Fünfter war. Ich wollte mehr erreichen. Ich fragte dann immer, was können wir tun, um nächstes Mal Dritter, Zweiter oder Erster zu werden? Andere haben die Dinge sicher weniger hinterfragt. Das macht das Leben vielleicht manchmal einfacher. Aber ich würde sagen, auch definitiv weniger interessant. Und genau das könnte ja vielleicht zum Vorteil nach Ihrer Karriere werden, oder nicht? Sie haben viele Interessen, wollten einmal eine Kochschule besuchen und sprechen davon, mit Ihrer Frau zum Beispiel ein Kochbuch zu veröffentlichen. Ist das noch eine Option? Would you see yourself as I don't know, a cookbook author, for example? Yeah, I mean, you know, there are many things that I would like to do. Ja, es gibt viele Dinge, die ich gerne tun würde. Und ich habe viele Ideen. So habe ich während des Lockdowns letztes Jahr mein eigenes E-Sports-Team gegründet. Das hält mich ziemlich auf Trab. Und ich möchte es noch ausbauen. Derzeit haben wir 25 junge Fahrer, denen ich die Möglichkeit geben will, zu professionellen, virtuellen Rennen antreten zu können. Vielleicht lässt sich das auch mit richtigen Rennen verbinden.
Daneben bin ich auch Unternehmer in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel arbeite ich mit einer Schweizer Firma zusammen, mit der ich einen Kopfschutz für die Formel 1 entwickeln will, welcher die Gehirnströme der Fahrer aufzeichnet, etwa bei einem Unfall. Ich bin also ständig aktiv und mein Telefon klingelt oft. Ich muss mich beschäftigen, sonst wird es mir schnell langweilig. I want to do things, you know, I'm very bored when I don't do anything. Mm-hmm. So a lot going on. Apparently you were ja, das war offenbar schon von früh auf so. Es heißt, Sie waren schon als Kind sehr aktiv. Ich habe gelesen, Ihr Traum damals war es, mit einem Buggy in der Wüste nach einem verborgenen Schatz zu suchen. Also so etwas wie ein Genfer Indiana Jones. Das haben Sie in Ihrer Karriere noch nicht erreicht. Dann muss ich wohl die Dakar-Rallye machen. Das ist noch auf meiner Liste. Das haben einige berühmte Fahrer nach ihrer Karriere gemacht. Es ist ein Abenteuer, mehr als ein Rennen. Und ja, diesen Traum von der Schatzsuche hatte ich tatsächlich, zusammen mit meinem besten Freund. Er wollte das Gold in der Wüste finden, ich vor allem das Auto fahren. Wir waren also ein gutes Team. Vielleicht werden Sie also doch noch zu Indiana Jones. Was ist mit der Formel 1? Ist das Kapitel definitiv abgeschlossen? Ich denke ja. Ich habe das nun 10 Jahre gemacht. Ich hatte viel Spaß und würde nichts ändern wollen. Aber einfach nur mitzufahren und keine Chance auf den Sieg zu haben, weil man nicht das beste Auto hat, interessiert mich nicht. Da gibt es viele andere spannende Möglichkeiten. Zum Beispiel das 24-Stunden-Rennen in Le Mans. 2010 war ich schon mit dabei und das würde mich schon noch einmal reizen. 2023 wird ein spannendes Jahr für Langstreckenrennen mit vielen großen Konstrukteuren. Porsche, Peugeot, Audi, Acura. Da wäre ich gerne dabei. Ich möchte Rennen gewinnen. Einfach nur in der Startaufstellung zu stehen, interessiert mich nicht. Wir merken, das Rennfahrergehen ist also immer noch da. Und Sie sind ja jetzt 34, da kann man noch lange fahren. Und das werde ich auch. Natürlich habe ich mich nach dem Unfall gefragt, wie es weitergehen soll. Aber ich will weiterfahren, wenn es mein Gehirn erlaubt. Das ist das einzige Fragezeichen. Erlaubt es Ihre Frau? Meine Frau und meine Kinder unterstützen mich. Wir haben uns zusammen darüber unterhalten. Anfänglich wollten sie, dass ich aufhöre. Aber wie gesagt, sie verstehen, dass ich mit 34 noch nicht abgeschlossen habe mit dem Rennsport. Das habe ich erst, wenn ich merke, es ist genug. Wie jetzt mit der Formel 1. Ich habe es geliebt und freue mich darauf, die Rennen von nun an im Fernsehen zu schauen. Aber wenn ich keine Gelegenheit habe, Rennen zu gewinnen, war es das für mich. Wo immer Sie Ihre Karriere hinführt, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und so wenige Unfälle wie möglich. Schön waren Sie heute hier. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'avoir été avec nous. Romain Rojan, merci. Ja, und danke Ihnen vielmals, sind Sie mit dabei gewesen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, gute Zeit, einen schönen Abend und alle miteinander.